Number 10. Zu 0 hin, doch noch war hier die Nummer nicht durch. Das letzte Wort gesprochen oder die letzte Windböe über den Platz gewalzt. Die Gäste versuchten sich nochmal und buxierten den Ball über mehrere Stationen vorwiegend per Kopf in die gegnerische Hälfte. Dort bekam Brune die Murmel, der weiter zu Eising. Schuss, gehalten. Brune setzt nach, Schulze, Geisthöfel, Schulze, Geisthöfel, drin. Tor für die Gäste, Tor für den SV Dresden-Steinfurt. In der Schlussminute fällt es dann doch noch das Tor für die Gäste. Maximilian Schulze, Geisthöfel mit dem Treffer. Damit hatten hier sicherlich nicht mehr viele gerechnet. Die Freude bei den Gästen natürlich riesig. Die standen hier vor einem richtigen Big Point im Meisterschaftsrennen. Hier der Treffer in der Wiederholung. Zunächst die Schussabgabe von Eising. Krakow reißt die Fäuste hoch und wird ab. Dann stochert Brune die Kugel zum Torschützen, der hier Fabian Düser tunnelt. Unter Keeper Tobias Krakow hindurch schießt, der den Ball so abfällt, dass das Spiel direkt an Bocco Möbels Spielertrainer vorbei ins Tor tunnelt. Was für ein verrücktes Tor, welches sich hier so nicht abgezeichnet hatte. Doch auf Seiten der ganzen Direktion auf der Drehstand an Trainerbank. Ja! Number 9. Die Ecke wird lang auf den zweiten Pfosten getreten. Dort kommt Maximilian Walkenhorst an den Ball. Und dann Walkenhorst! Ja, Wahnsinn! Der Schlenzer-Spiel gerät hier mit Gefühl ins Eck. 4:3 für Lengerich. Wahnsinn, unfassbar, unglaublich. Ein Fußballspiel für die Ewigkeit. Maximilian Walkenhorst trifft hier mit seinem zweiten Saisontreffer mitten ins Herz des SV Resum. Lengerich den Kopf und kann das eigene Glück kaum fassen. Und hier der Treffer zum 4:3, noch einmal in der Wiederholung. Da hatte Walkenhorst plötzlich viel Platz, als Julian Wolf unter den Ball hindurchspringt. Und dann kann der nicht mehr entscheidend eingreifen, den Torschuss nicht mehr blocken. Und Torhüter Max Schmalz ist am Ende durch den gefühlvollen Schlenzer ins Eck geschlagen. Ein wirklich starkes Tor von Maximilian Walkenhorst hier in den letzten Sekunden der Partie zur 4. Führung für den SC Preußen-Lengerich. Da stürzen sich alle Mitspieler auf den Torschützen des vermeintlichen Siegtreffers. Tolle Szenen hier in einem faszinierenden Number 8. Und viele Spieler waren angeschlagen, waren müde, Fehler waren somit vorprogrammiert. Albachten hier im Ballbesitz. Essol treibt den Ball vor sich her, dann der Ball in die Spitze. Jan Schröer mit dem Luftloch und plötzlich ist Tahiri frei vor Marc Klein und netzt den Ball zur Führung für den SV Concordia Albachten ein. Zuschauer und Spieler feierten hier den Torschützen Armen Tahiri in Albersloh und waren voller Ekstase auf dem gerade Geschehenen. Für den Torschützen, für Armen Tahiri, der in der Saison bereits 23 Mal einsetzen konnte, war dies quasi Saisontreffer Nummer 24. Und da lässt er sich zu Recht feiern und stachelt das Publikum aus Albach hier nochmal zur Höchstform an. Und hier sehen wir den Führungstreffer für Albach. Nochmal eine Wiederholung. Das Luftloch von Jan Schröer und dann Tahiri frei vor Marc Klein. Und dann hebt er den Ball einfach über ihn drüber und nagelt das Ding unter die Latte. Führt heute Marc Klein hier nichts mehr zu retten. Und weil wir ja sonst nicht so viele Tore gesehen haben, hier das Ding nochmal aus Hauptkameraperspektive in Slow Motion. Number 7. Hoch und weit. Der Ball segelte hier komplett durch den Strafraum. Und zwar hoch und an den Pfosten. Klärungsversuch per Kopf. Zu kurz. Nachschuss Akyüz. Erkan Baslani hält den Fuß rein. Und Tor! 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 Es ist unglaublich. Böden in der Nachspielzeit mit dem 4:3. Es ist ein Wahnsinn. Was ist denn hier bloß los? 19. Saisontor von Erkan Baslali, der Spitzenreiter, wieder in Front. 90. plus 1. Wahnsinn! Hier kommt die Wiederholung. Da sieht Tobias Kofod im Tor des SV alles andere als souverän aus. Der Freistoß als Bogenlampe aufs Lange klatscht dann an den Pfosten.
Schulze Geisthöfel köpft den Ball genau vor die Füße von Akyüz und lässt Erkan Baslani aus den Augen. Kein Abseits des Torschützen bei der Schussabgabe von Akyüz, alles korrekt. Baslani steht goldrechtig und vollendet den leicht abgefälschten Schuss hier zum 4:3 für Böhnen. Da muss man festhalten, dass bei diesem Treffer viel Glück für Böhnen und viel Pech für Drinstein für den Spieler. Und hier, meine Damen und Herren, die Reaktion bei den Gästen an der Seitenlinie und da gab es absolut kein Halten mehr. Number 6. Landet nun auf dem rechten Flügel bei BSV-Kapitän Kintrup. Der flankt das Spiel gerade in den Strafraum. Dort versucht Joschka Brüggemann zu klären. Doch im Hintergrund, da rauscht Patrick Gockel heran. Gewaltschuss und Tor! Ja, Wahnsinn! In der 4. Minute der Nachspielzeit markiert hier Patrick Gockel mit seinem 3. Saisontor die Führung für den BSV Rooksel. Hier gab es kein Halt mehr. Spieler, Betreuer, Funktionäre, Zuschauer, sie alle waren völlig aus dem Häuschen. Und hier das Ding noch einmal in der Wiederholung. Was für ein Schlusspunkt einer Partie, die mit zunehmender Dauer immer unterhaltsamer wurde. Ein klasse Tor, wunderbar gemacht. Der Ball am Ende leicht abgefälscht von Manuel Bayer, wie wir aus dieser Perspektive gut sehen können. Nichts mehr zu halten gab es für Schlussbeinböcker hier beim Einschlag. Und achten Sie in dieser Einzel mal auf Hiltrups Zehner Michael Fromme. Der schien das Unheil schon zu ahnen und dann hämmert dieser Patrick Gockel das Spielgerät wie ein Wahnsinniger in die Maschen. Überragend. Und dann muss die Emotion einfach raus. Tolle Bilder hier aus Rooksel. Number 5. Weiß nicht wohin. Cabrera nimmt ihn das Spielgerät ab. Legt dann quer auf Witzon. Der wiederum fackelt nicht lange. Nimmt Maß und Tor! Da ist das 2:0 für den Landesligisten. Witzon, Ferreira, Dos Santos, Filho schmeißt das Spielgerät kompromisslos unten links in die Gievenbecker Maschen. Der Oberliga-Absteiger lag am Boden und wurde angezählt. Der ist vorher auf allerbesten Wege hier zum Titelgewinn. Und hier die Wiederholung des Tores. Da gab es freilich nichts zu halten für FCG-Keeper Nico Eschhaus, der von seinen Vorderleuten sträflich in Stich gelassen wurde. Da hatte die Gievenbecker Hintermannschaft wahrlich nicht gut ausgesehen. Und der SV Herbern wusste, die sich bietende Chance eiskalt auszunutzen. Und hier die Reaktion auf der Tribüne. Number 4. Vor allem aus Wreden. Der eingewechselte Marvin Rosig in Ballbesitz. Zieht in die Mitte, legt dann quer und da steht Cem Arthas goldrichtig und vollendet diesen Angriff zum 2:0 für die U23 der Spielvereinigung aus Wreden. Das war sie, die Entscheidung. So viel stand fest und für den Torschützen, der bereits 8-mal in der Liga knipsen konnte, war dies sicherlich eines der wichtigsten und schönsten Tore seiner Karriere. Er macht hier schließlich den Deckel drauf, die U23 in der kommenden Saison, also Bezirksligist. Und hier der Treffer nochmal in der Wiederholung. Ausgangspunkt war Marvin Rosi, der nicht zur Eckfahne zieht, um auf Zeit zu spielen, sondern die Entscheidung sucht und in Persona von Cem Arthas im Strafraum auch findet, der per Lupfer den Billerbecker Schlussmann Gausling überwindet. Clever abgeschlossen vom Zehner, der hier jubelt zu seiner Fangruppe dann abdreht. Und da war nicht nur der Torschütze glücklich, sondern auch die mitgereisten Fans aus dem gelb-blauen Lager. Tolle Bilder hier in Geschah, zumindest wenn man zu den gelb-blauen aus Wreden hält. Number 3. Minute. Der SV Drinstein hatte sich zurück in die Partie gekämpft und bekam nun per Standard eine Chance auf den Ausgleich. Die Ausführung von Marvin Brüggemann. Der chippt den Ball hoch in den Strafraum. Böhnen bekommt das Spielgerät nicht weg. Schulze Geisthöfel ist da. Schuss aus der Drehung. Tor! Was für ein Fund von Maximilian Schulze Geisthöfel hier in Minute 18. Von halb links aus der Drehung ins rechte obere Eck. Wahnsinn! 3:3! Was für ein verrücktes Fußballspiel hier in Drinstein.
Tolle Werbung für den Amateurfußball. Bezirksliga Westfalen Staffel 7. Meine lieben Zuschauer, da wird Ihnen was geboten. Der eingewechselte Maximilian Schulze Geißlöwe trifft hier also in seinem 6. Saisontor zum Ausgleich. Alles wieder offen. Hier sehen Sie die Wiederholung. Da nimmt der Torschütze den Ball mit vollem Risiko und zimmert die Kirsche brachial, fulminant ins obere Eck. Nichts zu machen für Ilkay Durak im Gästetor. Das Ding war unhaltbar. Hier aus Torkamerasicht, den kannst du mal genau so machen. Ein geiles Tor. Und hier, meine Damen und Herren, die Reaktion an der Seitenlinie. Number 2. Nahm diesen Schwung mit in die zweite Halbzeit. Hier Lukas Stellmacher mit einem Torschuss. Ball abgefälscht und dann setzt hier Kai Sandmanner und ja, da ist das Tor für den SC Altenrheine in der 51. Spielminute. Ja, Wahnsinn, der Sportpark in Altenrheine stand Kopf. Für Kai Sandmann, der zuvor 11-mal in der Liga getroffen hat und 6-mal im Pokal, war dies Pokaltor Nummer 7. Und da lässt er sich zu Recht von seinen Mitspielern und von den Zuschauern feiern. Ja, der Außenseiter, er führte plötzlich hier mit 1:0. Und der Treffer nochmal in Wiederholung aus Torkamerafestivierung. Hier der Schuss von Stellmacher, von Marius Heckmann abgefälscht. Torhüter Timo Lindschut auf dem falschen Fuß erwischt. Und Kai Sandmann ist hier gedankenschnell und nutzt die Gelegenheit eiskalt aus und bringt seinen SCA hier in Front. Und weil es so schön war, hier nochmal das Ding aus der anderen Perspektive. Und nochmal spektakuläre Szenen hier, wie Kai Sandmann den Ball im Gehäuse des SV Burgstahlfurt unterbringt. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt sie zum Einsatz, die Fancam. Und jetzt können Sie mal Fans des SC Altenrheine vollkommen ausrasten sehen. Wahnsinnsbilder hier aus dem Sportpark und die Bierdusche gab es umsonst oben drauf. Number 1. Und es trat an, ja wer wohl, Michael Klutschnur, ein sicherer Schütze. Das hat er schon bewiesen in der Verlängerung. Läuft an. Pfosten, aber der Ball ist drin und damit ist es nun amtlich. Der VfL Woldeck steigt nach einem 5:4 im Elfmeterschießen gegen den SV Concordia Albach in die Bezirksliga auf. Herzlichen Glückwunsch hier an den VfL Woldeck. Vom feiernden VfL Woldeck bleibt mir nur, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Ihr, euer Timo Erdmann.